Sind Augenoperationen teuer für den Patienten? Das ist eine sehr relative Frage. Da gibt es natürlich mehrere Aspekte, die man in Betracht ziehen muss. Nummer eins, durch das ganze Leben oder durch mehrere Jahre, wir geben Geld für Kontaktlinsen und für Brillen aus. Kontaktlinsen sind natürlich Verbrauchsmaterialien, das heißt, wir müssen diese immer nachkaufen. Eine Brille kann auch zerbrechen, eine Brille muss ausgetauscht werden, auch der Style ändert sich, das heißt, die Fassungen müssten ausgetauscht werden, das ist der eine Aspekt, also der finanzielle Aspekt. Der zweite Aspekt ist die Lebensqualität, welche man auch in Geld nicht unbedingt messen kann. Man steht auf, man sieht eigentlich sofort alles klar und das macht das Leben natürlich ganz besonders. Und es gibt noch einen medizinischen Aspekt, zum Beispiel wenn man Kontaktlinsen trägt. Durch Tragen von Kontaktlinsen kommt es häufiger zu Augenentzündungen, Entzündungen im Bereich der Bindehaut und Entzündungen im Bereich der Hornhaut, welche auch zur Erblindung führen können. Ja, durch eine Hornhautentzündung können Hornhautnarben entstehen und diese verschlechtern auch die Sehqualität. Deswegen, man muss natürlich alle diese Faktoren überdenken, genau betrachten und dann für sich eine entsprechende Entscheidung treffen. Ich lade Sie herzlichst ein, unser Team persönlich zu kontaktieren. Während des ersten Gesprächs können Sie erste Fragen stellen und Sie können auch den ersten Eindruck gewinnen, wie wir mit dem Patienten umgehen und was Sie bei uns zu erwarten haben.